Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein Unboxing-Video von mir, denn ich möchte gemeinsam mit euch die Wintersportler öffnen und aufbauen. Also viel Spaß und los geht's! Ja, hier könnt ihr schon das Set sehen. Also dieses Set ist diesmal in einem Karton drin, aber der ist auch nicht so groß. Und das Set hat die Nummer 9286 und da gibt es dann drei Wintersportler mit dabei. Also hier zwei Männer und eine Frau. Und auf der Rückseite können wir da noch die ganzen Einzelteile besser kennen. Also da gibt es auf jeden Fall ein Snowboard, zwei Skier, Skistöcke und noch so ein, ja, ich weiß nicht, so ein Schneereifen oder so. Also es ist wie ein Schlitten. Dann gibt es noch so Bremen. Und ich finde es richtig cool, dass diese Person hier so Weihnachts-, also eher so Winterklamotten tragen. Weil es gibt nicht so viele Figuren, die so ja, Wintersachen tragen. Vor allem diese Stiefel sind auch richtig toll. Und ich finde es auch richtig cool, dass diese Frau so pinke Haare hat. Das ist echt schön. Und ja, ich würde sagen, wir fangen dann gleich mit dem Aufbauen an. Okay, also ich glaube, wir müssen hier diesen Karton aufreißen. Und dann können wir auch gleich die Sachen rausholen. Und mal schauen, was da so alles drin ist. So machen wir das jetzt erstmal so auf. Oh, da gibt es nicht so viele Sachen. Das Set ist ja auch etwas kleiner. Und genau, also da gibt es dann eben diese eine Tüte und noch so ein Heftchen mit so einigen Sets. Und ich schneide jetzt mal die Tüte hier auf. Können wir die ganzen Einzelteile rausholen. Okay. Oh, wie cool. Guckt mal, die Frau sieht ja echt toll aus. Wow, die pinken Haare sind ja richtig schön. Wow, und die Stiefel, oh, die sind auch echt cool. Und die Männer, oh, die haben auch richtig schöne Jacken. Wow, das sind so richtige Winterjacken. Guckt mal, da gibt es auch eine Kapuze. Oh, wie toll. Cool. Der Mann hat auch so eine Kapuze. Wow, das ist echt super. Und dann gibt es hier auch noch diesen, ja, Schneereifen. Und, oh, wie süß. Die Skier sind ja echt toll. Oh, cool. Und hier gibt es auch noch so ein Snowboard. Wow. Also dieses Set hat jetzt keine Anleitung, aber das ist ja auch nicht so schwer. Also ich glaube, dieser Mann kriegt jetzt diesen weißen Helm. Der andere Mann hatte keine Lust zu stehen. Naja. So, der kriegt jetzt diesen Helm. Und dann kriegt er noch eine Brille, damit er besser sehen kann. Und so sieht die Brille dann aus. Dann ist jetzt der andere Mann an der Reihe. Der darf jetzt auch noch einen Helm kriegen. Der ist jetzt gelb. Und dann auch noch so eine Brille. Die ist grau. Die kommt hier drauf. Und dann darf sich jetzt diese Frau aber hier in diesen Reifen setzen. Dann kann sie auch gleich ja, ein bisschen Schlitten fahren sozusagen. Und dieser Mann, der darf mal ein bisschen Snowboard fahren. Das macht Spaß. Und der andere Mann, der darf jetzt auch noch die Skier hier tragen. Dann kann er auch gleich mit seinen Freunden den Berg hinunterfahren. Und schon ist er fertig. Er braucht jetzt nur noch diese Skistöcke. Und da gibt es auch noch so ein, ja, so ein Gummi oder so, damit er ja diesen Skistock nicht verliert. Das können wir jetzt hier so drauf tun. Oder auch nicht. Der kann es auch so in der Hand halten. Der braucht nicht sowas noch zusätzlich. Wow, das sieht richtig toll aus.
So, jetzt könnt ihr alle drei gut sehen. Und ich finde dieses Set richtig toll. Also die Figuren sind echt schön. Vor allem mit den ganzen Winterklamotten. Und ja, die Skier und auch das Snowboard und so sehen auch richtig, ja, winterlich und ja, sehr schön aus. Und mir gefällt das Set auf jeden Fall sehr gut. Ja Leute, das war's jetzt mit dem Video. Also ich finde, diese Wintersportler sehen richtig schön gut ausgerüstet für den Winter aus. Und ja, ich würde jetzt auch am liebsten einfach mal Skifahren oder Snowboard fahren oder so. Naja, aber mir gefällt das Set auf jeden Fall super. Und wenn es euch auch gefällt, dann lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben da, damit wir das auch sehen können. Und vergesst nicht, noch unseren Kanal zu abonnieren, denn dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr von uns. Habt aber auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!